irgendwie diesen Net drinne. Change Net. Change Net, ja. Warum holt die Morten Alvarez sich hier nicht was zu trinken oder Suppe oder was auch immer? Ich gebe mir übelst auf den Piss gerade. $10, wenn du mir das sagst. $20, wenn du ihr dabei ins Gesicht spuckst. Zu wenig. 1000. Zu wenig. Ist sie das, was da gerade für die quasi Armen oder Bedürftigen ist? Ja, deswegen habe ich mich doch gewundert. Wo ist sie hin? Bei 1000 bin ich dabei. Un momento. Wo ist sie hin? Mit. Das Angebot habe ich Ihnen aber nicht gemacht. Na gut. Wir tun es ohne Angebot. Mir egal. Das gucke ich mir an. Hey, Chica. Hola. Ja. Sag mal. Ich meine das nicht blöd, aber kann es sein, dass du gerade erst was gegessen und getrunken von jenem, was eigentlich für diese Leute ist, die sich nicht viel leisten können? Ja, hab ich. Sag mal, bist du nicht wieder eingestellt als irgendwas, OST in richterliche, was weiß ich, bla bla? Nein. Okay, also bist du bedürftig? Das habe ich auch nicht behauptet. Okay, warum isst du dann den Bedürftigen das Essen weg? Also nicht, dass ich bedürftig wäre, aber ich finde das irgendwie frech. Tut mir leid, aber sowas macht man nicht. Man bringt nicht irgendwas her und da... weiß ich nicht. Guck mal, das denn haben wir aber erlaubt, dass das auch hin und wieder mal, wenn man mal zufällig hier ist und was essen möchte, was essen darf. Sieh, aber ich will meinen, du siehst mir aus mit den ganzen Tattoos, dass du dir durchaus leisten kannst, auch Essen zu kaufen. Ich finde das wirklich frech. Das ist für neue oder Leute, die einen neuen Start machen hier. Und nicht sofort Fuß fassen können. Schämst du dich nicht? Naja gut, du warst... Nein, weißt du nämlich, wer die ganz meisten Sachen davon auffüllt? Ja, genau, ich. Wow, toll. Bärtchen verdient mit Blume drauf oder was? Ja, ich weiß, du bist aus der, was weiß ich hier, richterlichen bla bla. Wie gesagt, ich habe nicht viel übrig für solche Leute. Aber ich finde trotzdem frech. Egal aus welcher Gesellschaft. Ganz gleich, ob du auffüllst oder nicht. Penner hat mir das erlaubt. Ja, mag ja sein. Trotzdem. Ich würde mich schämen, dass du dich noch angucken kannst im Spiegel. Was würde das jetzt heißen? Selbst wenn ich mir das erlauben würde, würde ich nicht essen. Weil es gibt Leute, die brauchen das mehr als ich. Sie. Also. Wie gesagt, deine Spende in allen Ehren, aber wozu spenden, wenn du da sitzt und es selber isst? Weißt du, wie ich meine? Überleg mal, was war das für ein Bild? Du willst jemand sein mit weißer Weste. Also ganz davon ab, dass ich sowieso nicht glaube, dass alle Richterlichen und Exekutiven und wie sie alle heißen... Ich habe keine weiße Weste, ich habe mehrere Vorstrafen. Ja, ich kann mir glauben, wie gesagt, die sind nie unbeschrieben, die Leute. Sie wollen immer nur unbeschrieben sein. Doppelmoralisch ohne Ende. Wie gesagt, ich habe Meinung mitgeteilt, was du tust. Wie gesagt, du musst damit leben. Ich könnte mich nicht im Spiegel sehen, wenn ich, Leuten, die bedürftig sind, das Essen wegesse. Ich esse dir nicht das Essen weg? Naja, das ist eine Portion weniger, nehme ich an, oder? Ja, weil ich jetzt sonst verhungert wäre. Ja, vielleicht beim Spenden nächstes Mal darauf achten, dass du dir deine Portion vielleicht auf Tasche hältst. Dann fällt das nicht so blöd auf. Das ist ja... Ja, ich will das ja gar nicht verbönen, dass und du... Und woanders essen. Und, aber dann könntest du ja... Aber was mischt ihr euch da jetzt eigentlich ein? Ich sage meine Meinung. Die sage ich immer und überall. Mir verbietet niemand den Mund, damit das klar ist. Weil wir es also können. Also jetzt war es schon besser mit dir sich zu unterhalten. Da warst du nicht so katzig zu mir. Tja, da habe ich auch nicht gesehen, dass du dich bereichert hast an Dingen, die... Da habe ich daraus auch gegessen? Ja,
Da warst du, warte, wie war das? Da warst du bedürftig, weil du sagtest, du bist neu und Was? Ich bin neu? Ich bin seit einem Dreivierteljahr hier auf der Insel. Ja, dann müsstest du eigentlich genug Geld haben. Du sagtest, du willst wieder weiße Weste bekommen und warst willig und zu helfen und keine Ahnung was. Du hast dich hingestellt wie Mutter Teresa, die alles dafür tut, um wieder in diese in ihrem Arbeitsgebiet arbeiten zu können. Punkt. Okay? Da ich aber anderes Bild gab. Jetzt hast du mir ein neues Bild gezeigt. Also ich mache Klappe auf. So bin ich nun mal. Frei raus und frech und direkt. Man liebt oder man hasst mich. Situativ bedingt. Gut. Wie gesagt, ich habe für mich alles geklärt. Ich weiß dann jetzt, was ich, wie ich dich einschätzen kann und ehrlich gesagt, ja, war gut zu wissen, dass mein Bild von dir etwas überarbeitet wurde. Ja. Cool, ich hätte bis vorhin eigentlich ein gutes Bild von dir. Gut, böse, liegt alles im Auge des Betrachters. Sagen wir so, wer mit direkter Art nicht klarkommt, sollte vielleicht auch nicht zu Vorlagen geben. Und nochmal, nur als kleinen Rat. Wenn du demnächst, bevor du spendest, dir deine Portion zurückhältst, ist ja nicht schlimm, aber dann hast du in der Not, bevor du verungerst, deine eigene Portion. Und dann fällt es nicht auf, wenn du dahin gehst und dich bereicherst an Dingen, die eigentlich sind für andere. Und du verhungerst nicht, okay? Weil wir zwar nicht wissen, dass ich es da rausgenommen habe, vielleicht habe ich mich doch nur dahingestellt und was gegessen und was ich dabei ich hatte. Ich habe dich gerade gefragt. Also jetzt verarsch mich nicht, Chica. Dann werde ich wirklich doch nochmal anderes sauer, weil das, weiß ich nicht, Unehrlichkeit, ganz schwieriges Thema. Ich weiß, ihr habt davon en masse im petto, allesamt. Alter, die ist toll. Wenn du das von Aiden Chatter hältst, dann verstehe ich nicht, wieso du dich hier überhaupt aufhältst. Ich halte das nicht von Aiden Chatter. No. Ich halte das von... Wie nennt man das? Jurikative und Exekutive. Ja, ich bin weder das eine noch das andere. Na, du bist ehemalig, nicht wahr? Ja, vor Ewigkeiten. Nee, reicht schon. Mir ist alles gesagt. Komisch, arbeitest du nicht beim Kastenburg? Antwort gibt's also auch nicht mehr. Einfach darauf achten, was für einen Eindruck man auf andere Leute macht, vielleicht. Halt du dich einfach raus. Ich bin ganz ruhig gewesen, ne? Das ist nur ein kleiner freundlicher Ratschlag. Brauch keinen Ratschlag von irgendeinem Idioten. Was für ein Idiot? Na gut, wenn das deine Meinung ist. Ich wertschätze Meinung ihm mehr. Man muss sie nur freundlich vortragen, ne? Idiot. Ich finde, dass man sich auch schon mal lustig macht, wenn man die ganze Zeit nur geschweigt hat. Halt die Klappe! Doch meine Meinung dann, wenn ich meine Meinung sage. Das tun wir auch. Ein Antwort gesehen. Interessanter Mensch. Ich hab da noch was vor heute. Boria, sie hat mich auch gerade beleidigt. Also, wer ist interessant? sie, sowieso. Verdammt, die Hure, Rex. Die Dame da hinten, Ich wundere mich nicht darüber, dass ich schon das ein oder andere über sie gehört habe, was Messer oder Kugeln betrifft, die auf sie ihren Namen tragen. Es ist auch kein Wunder, dass der ganze Staat sie nicht mag. Ja, ist mir egal, was der Staat macht. Ich, wie man sieht, ich vertrete meine Meinung. Und wo ich arbeite, hat sie einen Scheißdreck anzugehen, ehrlich gesagt. Hat doch damit nichts zu tun. Sie wollte mich anschwätzen bei meiner Chefin, wenn überhaupt. Das kann ich mir vorstellen, aber ganz ehrlich, das ist mir sowas von Jacke wie Osse. Vor allem, warum... Es geht denn... Warum fragt sie das? Ja, um mich bei meiner Chefin im Krastenburg anzuschwätzen. Ganz einfach, weil sie Leute in der Hand haben, weil sie gerne Machtpositionen ausüben möchte. Das Problem ist, wenn man keine Macht bekommt. Ach scheiße, der fährt mir ein. Oh fuck, ey. Ich muss mir auch mein Konzept fertig machen. Der Todesfall kam leider sehr ungelegen. Ja. Ei, ei.
Darum muss ich morgen mal mit den anderen reden. Musst du. Sie mit Juan und so weiter. Selbst wenn Jenna erlaubt hat, ihr zu nehmen, dann glaube ich nicht, dass sie erlaubt hat, dann, wenn alle weg sind, sich daran zu bereichern. Und sie könnte wirklich ihre Portion einfach einbehalten. So ist das ja nicht. Das ist ganz einfach. Das ist die Alvarez. Gib nicht so viel darauf, was sie tut. Ich wäre nicht mal darauf gekommen, dass ich dort Essen nehmen könnte. Ja, wie gesagt, ich finde das nicht angebracht. Punkt. Ich auch nicht. Generell, also ich wundere mich momentan nur noch, dass sie überhaupt noch lebt. Sie hat sich mit einigen falschen Leuten eingelassen oder angelegt. Selbst im Staat, als sie im Gefängnis war am Birnenpflücken, kamen Leute vorbei, um, sagen wir mal, bleierne Geschenke zu hinterlassen. Okay. Also, ich wundere mich, dass sie überhaupt noch lebt. Du siehst. Aber ja. Das ist nicht mein Problem. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie irgendwann auf dem Friedhof liegt. Wenn überhaupt. Der nächste Graben tut es auch. Das habe ich nicht gedacht. Das war nur laut gedacht. Ja, der nächste Graben wird es auch tun. Santa Mörte wird wissen, was sie tut. Mit dieser Person. Vielleicht lässt sie auch leben. Um ihrem Leben würdigeren Tod zu geben, nenne ich es mal. Manche Menschen ist die Kugel zu schnell, manche nicht. Ist sie nicht mit einem Mordskarren hier rangefahren gekommen? Wie sie, steht da hinten, ist ein großer Jeep. Eben. So viel zum Thema bedürftig. Ja, genau. Sie ist voll tätowiert, war ein Waldteam, lange Zeit. Ja, Tattoos kosten viel Geld, ich weiß das. Studiert, also ja, was klar, sie alles haben will. Aktuell bin ich auch ein armes Kirchenmäuschen und hab Tats. Aber ich bin reich und bin nicht tätowiert. Also, das hat nichts zu sagen. Ja, aber du bist bestimmt, ja, sagen wir mal so, du wirst irgendwann etwas mehr Geld gehabt haben, was du investiert hast in Tattoo. Immer wieder ein bisschen, dass ich investiert habe in Tattoos. Siehst du. Na also, das heißt ja nicht, dass du zwangsläufig arm bist wie Kirchenmaus, aber du bist auch nicht reich wie Miss Morton Alvarez da drüben. Das ist so korrekt, ja. Sieh. Also guter Durchschnitt. Würde ich meinen. Na. Also mein Konto ist aktuell stark pleite. Ach, in der Stadt geht das, Das geht schnell. Das geht ja, alles ich brauche nur meinen schnell. Job beim Arzeles und dann bin ich happy. Ja. Alvarez, also. Also ich weiß garantiert, wer nicht auf meinen Einladungen stehen wird. Einladungen? Das weißt du erst jetzt? No. Er ist nur bestätigt worden. Ich habe Konzept eingereicht, beziehungsweise bin dabei. Vor 2 Wochen habe ich angefangen und gerade vor 2 Wochen Bestätigung bekommen, dass ich mein Konzept einreichen darf, nach 2 Monaten Kontaktversuch. Für? Für eine Eventfirma. Eventfirma, okay. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie das schon gehört, aber die meisten Leute, die ich das nachgefragt habe, ob man so etwas haben möchte, das zu sagen, das wäre eine gute Idee, könnte man brauchen. Okay. Und leider vor 2 Wochen ist dann verstorben mein Onkel und dann musste ich in Heimat pflegen und mich darum kümmern. Ja, gut, mein Beileid übrigens. Gracias, aber ne. Der war schon alt und hatte gutes Leben. Ja, trotzdem. Also, ist ja trotzdem kein schönes Ereignis. Also, egal wie alt oder wie fit oder daher. Wenn ich mir vorstelle, mein Papito würde das Zeitliche segnen, wäre ich auch sehr betroffen. Also. Naja, ist es vorbei. Kann man nicht ändern. Jetzt bin ich wieder hier und muss morgen nochmal mit den Leuten besprechen, mit denen ich das vorhatte aufzumachen. Ob die sich nicht zwischenzeitlich was anderes gesucht haben, weil ich kann schon verstehen, wenn man von einem auf den anderen Tag verschwindet und sich dann 2 Wochen kaum meldet, ist schwierig. Naja. Ja gut, das verstehe ich. Aber vielleicht machen sie erst das ihr Auge zudrücken. Ich werde sehen. Ich habe sie versucht zu kontaktieren, sind nicht da. Ich werde morgen einfach mal versuchen, mal ein bisschen sprechen und
Vielleicht reiche ich auch am Anfang alleine ein mit nur 2-3 Hilfsarbeitern. Freya, hast du Lust, Hilfsarbeiterin zu sein? Okay. Da kommt man wieder an Geld. Siehst du, geht einfach. Ich bin so oder so dabei, du Idiot. Aber ich weiß auch schon, was vermutlich Anfangs-Event sein wird, weil es die meisten Leute interessieren dürfte. Und das wäre? Box-Event. Oh, ja, das klingt gut. Ja, es gab eigentlich mal angedacht eine Fight Night, aber das ist verschoben und verzögert und dann ist Henhouse irgendwie pleite gegangen und dann hat sie das im Sand verlaufen. Ja, schade. Ich hätte gerne mitgemacht mit einer bestimmten Person. Zeigt, was ich von ihr habe. Ja, ich weiß gar nicht, ob diese Person noch in der Stadt ist, aber eigentlich, ich habe noch offene Rechnung mit ihr. Tatsächlich. Aber jetzt, ich habe ja jemanden neuen gefunden, also Miss Alvarez dürfte auch gerne... Steht auf einigen Listen. Sie steht auf einigen Listen. Das glaube ich. Sie freut sich ja überall, so, nicht nur hier. Das ist bisher sehr wenig, die wir bekommen haben. Überrascht mich eigentlich. Was denn? Ja. Voll provisiertes Fahrzeug. Okay, danke für den Lärm. Mal sehen. Kommt Juan zurück mit vielen Leuten? Bezweifle ich. Was? Was denn? Ja? Kannst du mich nach Hause fahren? Kann ich machen. Ich bin müde, ich leg mich hin. Okay. Wollen wir? Jo. Geht. Ich mach hasta luego, oder wie auch immer das heißt. Okay. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Adios. Passt auf euch auf. Adios. Adios, Jenna. So, sobald ich... zu Hause bin. So. Da rechts, da vorne steht Exemplar. Ich seh's. Vorne einsteigen oder hinten? Vorne. Ja, da muss ich kurz rausfahren, warte hier. Außerdem sind die Grafikbugs gerade ultra ätzend. Hat jemand eine Idee? Jos. Bin ich traden? Wohnst du? Immer noch beim Anwesen. Wenn du willst, kannst du bei mir schlafen. Wenn du willst, kann ich dich hochfahren. Oh, das wäre nett. Ist, glaube ich, persönlich, ja. Ich habe halt einfach kein Auto dort stehen. Merci. Wir können vorher noch oben zum Parkplatz fahren, dann können wir. Ich habe $50 dabei. Ja, mein Auto steht beim Anwesen. Bring es zum Anwesen. Dann fahre ich dir einfach hinten nach. Und dir auch zeigen, wir fahren gleich daran vorbei. Okay. Kennst du vermutlich vom Vorbeifahren. Hier vorne ist. Hier vorne ist eine genaue Beschreibung. Das Ding? Okay. Oha. Das hier. Da hast du dir Benjamin gemacht. Boah, das geht. $1230 am Tag. Du bist zurückzahlt, dann reicht. Also, ich habe mal rausgerechnet, in meinem aktuellen Kontostand da reicht das noch ewig. Wenn du bist zurückzahlt, hältst du es noch länger. Und wenn die Frau Miller mir endlich mal zurückzahlt oder ich das Inkasso-Unternehmen auf den Hals setze. Das Ding ist halt, kläre ich das dann privat? Oder heuere ich Leute an? Achtung, Cops hinter uns! Auf die Seite! Oh. Uff! Nett! Es wäre unten! Ah, super! Und fahren jetzt wieder runter! Ja, ich renn kurz runter. Achso, das ist unten. Mhm. Wir hatten ja die Regel, dass Privatfahrzeuge unten geparkt werden. Also unten. Morgen gibt es einiges zu besprechen, ne?
Mhm. Werde mal sehen. Ach, da ist ja mein Baby. War dir trotzdem hinter nach. Bitte. Ich glaube, ich weiß, wen ich raide. Kannst du einfach auf der Auffahrt parken. Oh. Da hinten. Ich hab gewusst, der passt da rein. Jo. Willst du kurze Führung oder willst du dich direkt hinlegen? Führung. Okay. Jetzt andersrum in meinen zweiten Garten. Das hier ist der kleinere Garten, da muss ich mir irgendwann nochmal was hinstellen lassen. Mhm. Hinten ist der eigentliche Garten mit Pool, mit Whirlpool, auch beheizt hier vorne der. Nice. Für Winter, jetzt im Sommer, egal. Hier kleine Rasenfläche, Liegestühle. Da hinten kannst du Feuer drin machen. Ist ein bisschen Finkermäßig, deswegen habe ich mir das auch so gebaut, mit, also gekauft, mit den gelben Steinen und so weiter. Erinnere ich alles ein wenig an zu Hause machen, der Bauart der. Und dann Tisch, Gartentisch. Grünfläche. Hier, von hinten kommst du auch hier rauf. Da rechts ist eigentlich nicht mehr groß, bisschen Gartenfläche, sonst was nicht. Von der Autoparkfläche. Auffahrt 1 und Auffahrt 2. Nice. Nicht viel Platz zum Autoparken, aber für ein oder zwei Autos reicht es. Viel mehr brauche ich ja nicht. Einzutreten. Es sind virtuelle Fenster, wundere ich nicht. Ich weiß nicht, warum die das eingebaut haben, aber du siehst dann von hier aus so eine Aussicht von, ich glaube, eine Überwachungskamera von einem Dach auf einem, weiß nicht, welches Gebäude war das, was Endplaza oder wie auch immer das heißt. Einfach ein Turm, okay? Ja, von irgendeinem Turm, ich weiß nicht. Das wird sich auch hier sofort. Links ist so typisches Zimmer, Arbeitszimmer genutzt. Mhm. Mit Schlüsselkasten und so weiter. Wohnzimmer und Esszimmer und in einem. Falls du Hunger hast, da vorne ist der Kühlschrank, da müsste glaube ich noch was drin sein. Ich weiß es gerade nicht. Ja, ein bisschen was ist drin. Naja, ich habe zu Hause, also beim Anwesen, habe ich den Kühlschrank ein bisschen leerer gemacht, sagen wir es noch so. Da ist ein bisschen was drin. Wenn du willst, nimm dir das raus. Ich habe jetzt meine Suppen reingetan. Okay. Meine Lieblingssuppen. Irish Mushroom Soup. Ja! Ich liebe die, okay? Ja, alles gut. Das ist Küche.
Kannst dich dann hier aufhalten, wie du magst. Jo. Versuch nur nicht, das Feuer anzuzünden, der Abzug geht nicht. Okay. Ja, das Haus ist schon älter, die durften keinen Abzug einbauen, aber hatten schon Kamine gebaut und merkwürdige Geschichte. Kannst dann hier unten in dem Bett schlafen. Ich schlaf oben auf Couch. Sicher? Kein Problem. Wie ist aus die Couch? Gentleman. Ja, da ist Wartezimmer. Und das ist ein Kleiderraum, einfach ignorieren. Das ist mein Zeug. Mhm. Dankeschön. Gracias. Moment, warum sagst du das? Das war ich, andersrum. Ja, tut mir leid, lange Tag gehabt. Ich bin auch schon seit 5 Uhr wach. Ich werde mich jetzt auch gleich hinlegen. Ja. Dann. Ich wünsche. Ich dir auch. Gute Nacht. Gute Adios. Nacht. Bis morgen. Bis morgen.